Heute bin ich im Stadthaushotel und das ist ein ganz besonderes Hotel. Hallo Bina. Hallo. Ich bin Axel. Ich zeige dir mal unser tolles Hotel, das einzig normale Hotel, was ich kenne. Da gehen wir einmal durch, frühstücken ein bisschen und dann kannst du dir das heute angucken. Wie findest du das? Gut. Gut? Ja. Dann lass uns mal losgehen. Wieso hast du denn gesagt, dass das hier das einzig normale Hotel ist? Naja, bei uns ist es so, dass Gäste können ja mal kommen, aber bei uns arbeiten ja auch Menschen, die woanders vielleicht keine Arbeit finden, was ich normal finden würde. Bei uns arbeiten auch Menschen mit Behinderung, ganz viele. Die müssen ja auch ihre Arbeit finden, deswegen sind wir normal. So, Bina, das ist hier unser Frühstücksraum. Hier können wir gleich ein bisschen frühstücken. Möchtest du Frühstück? Mhm. Okay, und danach gucken wir uns ein Zimmer an. Einverstanden? Ja. Schönen Dank, Frau Petersen. Viel Spaß noch. Danke. Also bei uns hier, der Gesellschafter, wie man sagt, das ist der Verein Jugend hilft Jugend. Das ist vielleicht ein bisschen was anderes, weil wir wollen nämlich an Menschen in Arbeit bringen, die sonst keinen Arbeitsplatz haben. Das nennt man Integration, das ist hier ein Integrationshotel. Und wir betreiben das als ganz normales Hotel, 3 Sterne, nachdem die Huga zertifiziert, mitten in Altenach. Und wie findest du das? Das ist toll. Hier arbeiten also Behinderte. Aber wieso sollten die das denn nicht machen? Ja, Bina, genau das ist es. Sie können das genauso gut wie andere, wenn der richtige Arbeitsplatz da ist. Das verstehe ich eigentlich auch nicht. Kannst du mir jetzt mal ein Zimmer zeigen? Klar, dann lass uns los. So, Bina, hier siehst du jetzt ein Zimmer von uns. Wie viele Zimmer habt ihr denn? Wir haben 4 Einzelzimmer und 9 Doppelzimmer. Und das ganz Wichtige ist eigentlich, wir liegen mitten in Altona, ganz dicht an der Reeperbahn, dicht am Hafen, mitten in der Stadt. Das ist das Tolle. Und wir haben einen schönen Garten hinten, ganz ruhig, die Zimmer liegen alle nach hinten raus, sodass die Gäste gut schlafen können, obwohl wir mitten in der Stadt sind. Oh ja, den Garten möchte ich auch noch mal sehen. Oh, das finde ich eine gute Idee. Dann lass uns mal gehen, komm. Guck, Bina, das ist unser schöner Garten. Das hättest du nicht erwartet mitten in Altona, was? Der Garten ist genauso barrierefrei wie das gesamte Hotel. Das heißt, dass man hier mit dem Rollstuhl langfahren kann? Ja, man kommt mit dem Rollstuhl überall hin, da wo man hin will. So, und jetzt zeige ich dir noch unser Café Max B, das dazugehört. Hier ist unser Café-Restaurant. Hier kommen unsere Hotelgäste, essen unseren sehr, sehr leckeren, selbstgebackenen Kuchen, den wir hier haben. Arbeiten hier auch Behinderte? Ja, genau, hier arbeiten auch behinderte Mitarbeiter. In der Küche ist eine gehörlose Mitarbeiterin, dann zeige ich dir mal, wie wir das machen. Wenn die Bestellung kommt, dass die das auch hört oder beziehungsweise sieht. Die kann ja nicht hören. Bina, das ist Frau Antoni. Hallo. Hallo. Und wenn eine Bestellung kommt, ja, Frau Antoni kann das nicht hören, dann geht das da los und dann leuchtet das Licht. Guck mal. Ist das bei euch lecker? Ja, Frau Antoni kocht wirklich erstklassig. Das Essen ist wirklich sehr gut hier. Vielen Dank, Frau Antoni. Und tschüss. Tschüss. So, Bina, jetzt verabschieden wir uns. Der Rundgang ist zu Ende. Was hat dir denn besonders gut gefallen im Stadthaushotel? Das Zimmer, der Garten, das Café und der Kuchen.